Ja, hallo zusammen. Nachdem es in den letzten zwei Videos um Conventions ging, die ich zuletzt besucht habe, geht es in diesem Video wieder über den Flohmarkt. Ich war wieder auf dem Flohmarkt gewesen, habe wieder einige schöne, tolle Sachen gefunden. Zudem gibt es eine kleine Channel-Spende zum Ende hin und auch noch eine kleine Info von mir an euch. Also bleibt dran und fangen wir an. Ja Leute, nachdem die letzten zwei Wochenenden, wie gesagt, von Conventions geprägt waren, erst in Castrop-Rauxel die mega tolle Toyplosion und vergangenes Wochenende die Grayskull-Con, auf der ich leider nur am Samstag sein konnte, jetzt vergangen sind, konnte ich am Sonntagmorgen auf den Flohmarkt gehen und habe da wirklich tolle Sachen gefunden, die ich euch jetzt einmal präsentieren möchte. Und ich möchte direkt mit einem Highlight anfangen, weil das habe ich am ersten Flohmarktstand, oder das war glaube ich der zweite Flohmarktstand, gefunden bei jemandem, der gerade sein Auto ausgeladen hat und die Sachen quasi auf den Tischen hingestellt hat. Es war sehr viel Lego, was er da hingestellt hat, und dann unter anderem ein Raumschiff da gestanden. And you can be a hero with the controls of the incredible Starship Eternia. Figures and vehicles sold separately, batteries not included. In the war between good and evil, you can overcome the forces of Skeletor. You can be a hero. With He-Man. Ja, und dieses Raumschiff ist mir sofort ins Auge gefallen, denn es war das Starship Eternia aus der He-Man New Adventure Serie, also aus der Nachfolgeserie von meinem geliebten He-Man in den Masters of the Universe. Und ich gehe jetzt mal kurz aus dem Bild vielleicht und zeige euch mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe hier das Starship Eternia. Ich habe es mitgenommen, Leute. Ich konnte es nicht liegen lassen. Und für diejenigen, die meinen Kanal kennen, die wissen ja, ich kann mit den New Adventures nicht so viel anfangen. Ich habe es ja zuletzt auch in dem Toyplosion-Video gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt nach und macht euch einen Eindruck über diese geile Convention. Da hatte ich ja auch, man sieht es vielleicht hier im Hintergrund, den Shuttlepod von den New Adventures mitgenommen. Und da hatte ich ja gesagt, dass mir die Figuren damals nicht gefallen haben, dass mir die Figuren auch heute nicht wirklich zusagen. Ich aber die Fahrzeuge klasse finde und in dem Fall hier hinter mir halt auch die Verpackungen der Fahrzeuge. Deswegen habe ich diesen Shuttlepod mitgenommen. Und hier dieses Fahrzeug ist auch, oder dieses Raumschiff ist auch total klasse. Das musste ich an dem Stand mitnehmen. Da ich bei den New Adventures nicht so im Thema bin, wusste ich auch nicht, ist es komplett, was ist es überhaupt wert? Und habe dann an dem Stand gefragt und er sagte, ja, es ist komplett. Da muss ich dazu sagen, es stimmt nicht, wie ich nachher herausgefunden habe, dazu aber gleich mehr. Aber es ist in einem wunderschönen Zustand. Ja, die Aufkleber fehlen, aber vielleicht sieht man das hier, bevor hier alles auseinanderfällt. Die Rollen unten dran sind alle dran. Ich habe vorne die zwei Laserkanonen dran. Ich habe hier oben die Laserkanone dran. Ich habe ein paar Aufkleber, die habe ich hier im Cockpit untergebracht, die sind abgefallen, aber das macht, wie gesagt, mit den Aufklebern, das macht überhaupt nichts. Hinten auch ein sehr schöner Zustand. Das Batteriefach, was hier oben drin ist, es ist eine Knopfzelle, ein 9-Volt-Block, aber ich kriege es jetzt nicht auf, aber das Batteriefach ist nicht ausgelaufen. Es ist in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ich krieg's nicht auf. Also wie gesagt, ich habe es nachgeguckt. Es ist nicht ausgelaufen. Es ist nichts oxidiert. Also ich habe keinen 9-Volt-Block. Sonst hätte ich es schon mal ausprobiert. Den muss ich mir noch holen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und wie gesagt, ich war mir nicht sicher, was das Ding wert ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was er hier für dieses Raumschiff haben möchte. Und er sagte sofort, oh, das ist He-Man, das ist komplett. Und dann habe ich gesagt, hier, ich weiß nicht, ob es komplett ist. Ich kann es dir nicht sagen, da muss ich dir vertrauen. Und er sagte, ja, ja, ist komplett. Und hat mir dann gezeigt, hier, das Ding fehlt eigentlich immer, das ist drin. Das ist so eine, ist das ein Schleudersitz oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber auch hier mit diesem Häkchen oder mit dem Teil hier dran, wenn man das sieht, das ist auch noch mit dabei. Ja, und es waren, und da bin ich jetzt auf eure Hilfe angewiesen, also einmal war innen drin noch von Webster, von der Vintage-Figur, also von der ersten Serie nenne ich es einfach mal noch, das Vorderteil der Rüstung drin. Dann war diese, ich denke mal, das ist eine Satelliten- oder irgendwie Antenne oder sowas, die war drin. Die ist auch in einem sehr schönen Zustand. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen, und zwar habe ich einmal nochmal eine große Kanone.
Ja, ich habe aber online nirgendwo gefunden, ob irgendwo noch eine zweite große Kanone drankommt, weil die erste sitzt ja schon über dem Cockpit hier. Und noch eine kleine Kanone. Ja, also ich habe insgesamt drei kleine Kanonen und zwei große Kanonen. Da können mir die NA, die New Adventure, ja, Besitzer vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob die noch irgendwo anders drankommen. Ich habe es nirgendwo, ich habe online geguckt, ich habe gegoogelt, wie man so schön sagt, ich habe nichts dazu gefunden. Ja, also vielleicht sind die auch einfach nur Ersatz. Aber ansonsten, wie gesagt, ich kann das hier, das vorne, das Teil hier abnehmen, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Und ja, die Düsen hier neben oder wie auch immer man es nennt, kann man abnehmen. Man kann es dann ja auch zusammenbauen zu einer Space Station und so weiter. Das möchte ich jetzt gar nicht hier probieren oder euch zeigen, sondern einfach nur mich über diesen riesen Fund freuen. Ja, ich habe das Teil schon einmal in meiner Flohmarktkarriere auf dem Flohmarkt gefunden. Da wollte der Verkäufer aber irgendwie einen dreistelligen X-Betrag für haben. Und da war es mir das nicht wert. Da habe ich auch überhaupt keinen Bock darauf gehabt. Jetzt am ersten, wie gesagt, oder am zweiten Flohmarktstand, am ersten, wo ich Interesse dran hatte, habe ich den stehen sehen. Und wie gesagt, der Verkäufer hat dann gesagt: Ja, das ist He-Man und das ist komplett und bla bla bla. Ich habe gesagt: Ja, aber was willst du denn dafür haben? Und da hat er gesagt: Ja, das wird gehandelt von, keine Ahnung, er hat irgendwas von 90 Euro, glaube ich, gesagt. Wenn es halt irgendwie nicht komplett ist und das wäre ja komplett oder irgendwie sowas. Ja, und Leute, ich habe nicht geguckt, ich habe nicht online gegoogelt, ich habe keine Preisvorstellung gehabt von dem Teil und habe dann einfach mal angefangen mit 60 Euro, würde ich ihm bieten, weil wir waren ja auf dem Flohmarkt und er sagt 90 Euro und hat das so angepriesen. Und da hat er gesagt: Nee, nee, das ist zu wenig. Dann hat er gesagt: Anstatt 90, dann 85 Euro. Dann habe ich gesagt: Ja, komm, 70 mache ich noch. Und habe eigentlich erwartet, dass er dann 80 sagt oder so. Und bei 70 hält er mir die Hand hin und sagt: Deal. Und dann habe ich das gute Stück hier für 70 Euro mitgenommen. Ich denke, der Preis ist okay. Wie gesagt, ich habe dann auf eBay die dollsten Preise gefunden. Ja, von 20 Euro, wie das Ding verkauft worden ist. Man muss immer vorsichtig sein, ob das auf eBay dann wirklich auch verkauft wurde. Aber in den verkauften Artikeln hat es drin gestanden, aber das muss hier nichts heißen. Der Verkäufer kann es auch wieder selbst gekauft haben. Bis hin zu 200, 250 Euro. Also, wie gesagt, lasst es mich mal wissen, schreibt es in die Kommentare, ob ihr findet, dass 70 Euro für dieses Teil gerechtfertigt sind. Ja, mit dem Zubehör, was dabei ist. Und ja, jetzt ist die eine Düse abgefallen. Das heißt, ich stelle das gute Stück jetzt mal zur Seite und ich freue mich tierisch über diesen Fund, egal ob es jetzt zu teuer oder zu günstig war, aber wenn ich He-Man, auch wenn es New Adventures in Anführungsstrichen ist, auf dem Flohmarkt finde, dann geht mir mein Herz auf, wenn es Vintage ist und dann muss ich das mitnehmen. Ja, Leute, dann habe ich an einem nächsten Stand, auch da bin ich gespannt, was ihr zu dem Preis sagt, etwas gefunden. Der hatte Modellautos da stehen und mir ist sofort einer ins Auge gesprungen, wo ich hingegangen bin, weil ich habe das Auto gesehen, ich habe die orange Farbe gesehen und die Flagge auf dem Dach. Und wer sich halt mit 70er, 80er Jahre Fernsehen, US-Fernsehen, US-Serien auskennt, der wird genau wissen, welches Auto ich meine. Und genau, es ist der General Lee von Ein Duke kommt selten allein. Ein Auto von Ertl, ja, ein sehr hochwertiges Metallauto oder Blech, ich denke eher Metallauto. Ich habe sofort ein paar Mängel gesehen. Ich habe gesehen, dass hier vorne was abgebrochen ist. Ja, also da dachte ich halt, es ist hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das halt genau sieht. Hier vorne dieses silberne kleine Nupsi, der hier noch ist. Ich dachte, da sind halt die zwei Scheibenwischer dran. Und dann hier außen ist auch noch mal so was Kleines abgebrochen. Da dachte ich mir, da wäre eine Antenne dran gewesen. Ansonsten, er hat vorne eigentlich noch eine Aufhängung, noch so einen schwarzen, ja, nicht Stoßdämpfer, so einen kleinen Rambock vorne dran halt. Ja. So ein Gitter, so ein Grill. Der fehlt auch. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht gesehen, das fehlt oder das defekt ist. Es steht drauf, Warner Brothers 1981, ja, ist das Auto
hergestellt worden von Ertl, ist der 69er Dodge. Und der Verkäufer hat gesagt, oh, das wird gehandelt und so. Übrigens, hier vorne kann man den Motorraum noch aufmachen. Ja, das wird gehandelt und 75 Euro in dem Zustand. Das gibt es ja kaum noch, bla bla bla. Da habe ich gesagt, hier, es ist schön und gut. Habe es wieder hingestellt, weil ich dachte mir, nee, wenn er so anfängt, dann muss ich da auch gar nichts zu sagen. Und war auch schon geistig schon weg. Und dann sagte er, aber was willst du denn geben? Da habe ich gesagt, hier, nee, das ist nichts. Ich wollte nur mal gucken. Ja, ist schön, sowas mal zu sehen. Dann sagte er, ja, was willst du geben? Was willst du geben? Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe einfach gesagt, das kam bei mir so raus, das war halt kurz nach dem Eternia-Fund. Ja, 30 würde ich geben, mehr nicht. Ja, das ist so aus dem Bauchgefühl. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Da dachte er, ja, 70, ja, 30 ist zu viel. Aber ich mache dir einen Freundschaftspreis, ich mache dir 50. Da habe ich gesagt, nee, ich will es gar nicht haben. Ja, sieht man ja jetzt, ich will es nicht haben. Und da habe ich gesagt, nein, nee, danke, nee, danke. Und da sagt er, na komm, 40. Aber 40, das ist meine Schmerzgrenze. 40 ist meine Schmerzgrenze. Da habe ich gesagt, nee, sorry, wie gesagt, ich möchte es, ich finde es cool, aber ich möchte nicht haben. Ich habe noch kein so ein eigenes Auto, kein einziges in meiner Sammlung und wo soll ich das hinstellen, bla 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 und so. Und dann sagt er, weißt du was, aber für 30 kannst du es mitnehmen jetzt. Dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Dann sagt er, komm, 30 ist doch okay, komm, machen wir 30. Und dann habe ich 30 Euro dem guten Mann gegeben und habe das Auto mitgenommen. Ich denke mir, ich habe natürlich auch im Nachhinein dann wieder online recherchiert und das Auto wird weitaus höher gehandelt. Allerdings ist das dann auch komplett oder komplettär, denn ich habe dann im Nachhinein gesehen, nachdem ich mir das online angeguckt habe, hier hinten zum Beispiel, also ob man das sieht, hier hinten gehen eigentlich noch die Auspuffe, Mehrzahl von Auspuff ist Auspuffe, ich weiß, es hört sich gerade komisch an, hier hinten noch raus, also die sind hier unten einfach abgebrochen, ja, die stehen eigentlich noch ein bisschen über. Der hat keine Antenne, aber er hätte hier vorne einen Scheibenwischer, zwei Scheibenwischer. Und was ich auch nicht gesehen habe, er hat an der einen Seite zwar nicht, aber an der Fahrerseite hätte er eigentlich noch einen Außenspiegel. Ja, der ist halt auch abgebrochen. Ansonsten, wie gesagt, der Grill hier vorne fehlt. Ja, und das sollte es eigentlich gewesen sein. Dann wäre das Auto komplett, dann wäre es auch wahrscheinlich mehr wert. Auch hier, was sagt ihr? 30 Euro für dieses Auto. Ich finde es ein bisschen viel, aber wenn ihr mal so ein bisschen nach General Lee googelt, ja, Ertl ist der Hersteller, wie gesagt, und es ist ein 1:18 Modell, dann kriegt ihr da Wahnsinnspreise online angezeigt, auch teilweise 200 Euro etc. Ich denke mal, das ist utopisch. Denke mal, 30 Euro ist wahrscheinlich sogar okay, aber ihr könnt es ja mal korrigieren oder könnt es ja reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht oder wenn ihr halt eine ganz andere Preisvorstellung für das Auto habt. Ja Leute, dann war wieder Comiczeit. Ich habe an einem Stand von einem älteren Pärchen Comics gefunden. Die haben alles Mögliche da stehen gehabt, von Porzellan, von Haushaltseinrichtungen etc. Und neben an der Ecke hat ein Karton mit Comics gestanden. Und ich dachte mir schon, das ist kein professioneller Händler, sondern die haben wahrscheinlich den Dachboden aufgeräumt oder den Keller ausgemistet und so weiter. Und habe dann so diesen Stapel Comics gesehen. Und habe da mal durchgeblättert und da waren dann welche dabei, die ich mir mitnehmen wollte. Und habe halt erstmal gefragt, was möchten Sie denn für einen Comic haben? Ja, für so ein Heftchen. Und dann sagte die Dame, boah, 50 Cent. Und dann dachte ich mir, okay, die sind mir. Und habe mitgenommen einmal das Turtles Magazin Nr. 10. Ja, und 3 Mark hat das damals gekostet. Das bleibt nicht bei mir, sondern das habe ich mitgenommen für die Kollegin, für die YouTube-Kollegin, für die Sabine vom Stamm der Sabinerin. Grüße an dich. Ja, da haben wir schon geschrieben, das möchte sie haben, das bekommt sie auch. Ja. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Dann habe ich gefunden die echten Ghostbusters, ja, vom Bastei Comic Verlag, die Nummer 4 ist das Ganze hier. Das ist nicht mehr im ganz, ganz so schönen Zustand. Das ist ein bisschen hier neben ausgerissen. Aber macht überhaupt nichts. Die Nummer 5 habe ich auch noch mitgenommen. Und die Nummer 11. Und die ist wirklich in einem tollen Zustand. Ja. Dann geht es weiter. Dann jetzt im Schnelldurchlauf. Graf
Dacula habe ich gefunden. Die haben einen Haufen Graf Dacula Comics gehabt. Und zwar Nummer 3, Nummer 4, 5, 6, 7, 8. Nach 8 kommt 9, aber nein, 9 war nicht dabei, sondern 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Von Nummer 3 bis Nummer 16 die Graf Dacula Hefte, mit Ausnahme, wie gesagt, der Nummer 9. Genau, der Nummer 9. Komplett 3 bis 16 abzüglich Nummer 9. Plus 3 Ghostbusters Hefte plus ein Turtles Heft macht in summa summarum, ich habe es durchgezählt, 17 Hefte. Und ich habe für die 17 Hefte 8,50 Euro bezahlt, also wirklich 50 Cent pro Heft. Und habe dann gesagt, hier, die habe ich in 17 Stück. Und da sagte die Dame, ja, 17 mal 50 Cent macht 8,50 Euro. Da habe ich auch überhaupt nicht gehandelt, ja, da wollte ich auch gar nichts mehr sagen. Dann habe ich die 8,50 Euro gegeben und war sehr, sehr glücklich, habe mich sehr gefreut über diesen Konvolut an Comics. Und die Dacula-Hefte, Leute, die sind wirklich in einem neuwertigen Zustand, als hätte die überhaupt noch nie jemand gelesen. Also wirklich tippi, tippi, toppi. Ja, dann bin ich weitergegangen und dann habe ich in einer Wühlkiste vor einem Stand etwas gesehen. Da war alles Mögliche, glaube ich, von Puppen über Playmobil, so Krimskrams drin. Und dann habe ich mir dieses Teil hier rausgesucht. Und da werden sich einige vielleicht von euch denken, was ist denn das? Was soll das denn sein? Ja? keine Ahnung, ob man das hier gut einfangen kann, aber das ist ein Marterpfahl. Oh Gott, ein Marterpfahl, habe ich ewig nicht mehr gesagt, das Wort. von Big Jim, 1974 müsste das sein, oder 73, aus der Karl-May-Reihe von Big Jim, von den Winnetou und Old Shatterhand-Figuren. Marterpfahl. Ich habe jetzt schon die letzte Zeit so immer mal wieder Big Jim-Figuren gefunden, was ich halt bis vor kurzem noch gar nirgendwo gefunden habe, irgendwie auf dem Flohmarkt. Zuletzt waren es ja 2, 3 Figürchen. Plus auf der Toyplosion der Camper, den ich auch in meinem Toyplosion-Video gezeigt habe. Und hauptsächlich suche ich aber die Karl-May-Big Jim-Sachen. Ja, also wie gesagt, das ganze Zubehör, das Tipi, also das Zelt von den Indianern, die ganzen Bärenfälle, das Kanu, was es gab. Ja, natürlich auch die einzelnen Figuren. Also wenn ihr da irgendwo was im Keller liegen haben solltet, auf dem Dachboden liegen haben solltet, aus der Sammlung vielleicht aussortieren solltet, dann schreibt mich ruhig an, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail und dann werden wir uns mit Sicherheit einig. Diesen Marterpfahl habe ich dann in der Kiste mitgenommen, der Gute. Ich habe ihn gefragt, was er haben wollte, wollte 2 Euro für das Teil haben. Da habe ich auch nichts dazu gesagt, sondern habe ihm die 2 Euro in die Hand gedrückt und kann jetzt... Ja, jemanden, wenn er nicht artig ist, an den Marterpfahl binden. Dann was nächstes wirklich, wirklich Tolles. Dann, es gab in der Mitte von zwischen zwei Ständen waren so einige Kisten platziert und ich war mir nicht so sicher, was zu welchem Stand jetzt diese Taschen, diese Kisten gehören. Hab da was gesehen, was meine Aufmerksamkeit erregt hat, denn ich habe das 89er Batman-Zeichen gesehen, wahrgenommen. Also den Schriftzug, den Batman-Schriftzug, da war mir klar, das ist von 89 oder zum 89er Film zumindest. What are you? I'm Batman. Und hab's dann aus der Tasche, war es glaube ich, rausgezogen und hab dann gesagt, hier, Entschuldigung, gehört das zu Ihnen? Ja, was möchten Sie dafür haben? Dann guckt die Dame oder der Herr mich an und sagt, ach, nehmen Sie es mit. Nehmen Sie es mit, viel Spaß damit. Da habe ich gesagt, okay, ja, wirklich. Dann sagte die Dame dann, also war ein Pärchen, sagte die Dame dann auch noch hinterher, ja, ja, nehmen Sie es ruhig mit, stecken Sie es ein, wir brauchen es nicht mehr, viel Spaß damit. Und ich dachte mir, wow, richtig, richtig cool, denn ich habe hier ein Pokerspiel, Poker gegen den Joker. sehr, sehr schön, das Spiel ist komplett. Ja, ich habe die Karten nachgezählt, die Anleitung ist mit drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, aber ich blende natürlich wie immer Bilder ein. Das ist von FX Schmidt und das ist tatsächlich von 1989.
ein tolles Spiel, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ja, und ist auch der coole Jack Nicholson Joker abgebildet und auch Michael Keaton. Man sieht sogar an dem Mund, dass es wirklich Michael Keaton ähnlich ist. Finde ich total klasse. Das habe ich einfach auf dem Flohmarkt geschenkt bekommen. Ich habe mich artig bedankt, habe es in meine Tasche gepackt und bin mit einem großen Lächeln weitergegangen. So, jetzt habe ich das nächste, ist wieder was Größeres. Also ich habe wirklich große Sachen gefunden, große oder schwere Sachen. Das Auto war schwer, das Starship war groß. Jetzt ist noch was Großes dabei. Und da habe ich zuletzt schon mal einen mitgenommen und ich habe hier einen weiteren Bulli-Setzkasten, diesmal in grün mitgenommen. Ein sehr, sehr schöner Zustand, ja, für meine Bulli-Figuren, die ja auch nicht gerade weniger werden. Und ich habe für diesen Setzkasten hier 12 Euro bezahlt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dasselbe auf dem anderen Flohmarkt bezahlt. Da hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. 12 geht noch so. Normale werden die so für 10 Euro oder sowas rausgehauen. Und 10 Euro ist auch eigentlich so meine Schmerzgrenze normalerweise für diese Setzkästen. Aber wenn ich den dann auf dem Flohmarkt sehe und die Dame wollte, glaube ich, 16 haben und wir haben uns dann auf 12 geeinigt, dann kann ich da auch nicht Nein sagen. Auf die 2 Euro jetzt mehr oder weniger. Ich habe einen Setzkasten, der ist aus Mitte der 70er Jahre, meine ich, späte 70er, glaube ich. Kann ich nicht Nein sagen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und da schließe ich jetzt den nächsten Fund dran an, denn ich habe wieder Bully-Figuren gefunden. Und Leute, ich habe einmal an einem Stand 3 Stück mitgenommen. Und zwar möchte ich euch einmal die Figuren zeigen. Das ist Figur Nummer 1 an dem Stand. Die ist aus der Schlümpfe-Reihe. Das müsste Peyo, müsste das sein. Schleich, Bully etc. Es ist alles gemischt. Ich sage, ich brauche jetzt nicht zu sagen, was jetzt von welcher Marke ist. Auf jeden Fall sind Gummifiguren. Den habe ich mitgenommen, den guten. Der sieht aus wie neu. Kein Farbabrieb, nicht irgendwie dreckig oder so. Den muss ich nicht mal sauber machen. Dann hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe hier die Biene Maya mitgenommen. Und das Schöne hier daran ist, die Biene Maya hat noch ihre seltenen Flügel hinten dran, die normalerweise immer weg sind, die abgerissen, abgebrochen sind. Die hat sie mit dran. Genauso wie die Lehrerin Cassandra, die habe ich auch mitgenommen. Auch die hat hier beide Flügel. So, der eine ist ein bisschen, ja, umgeknickt. Beide Flügel noch dran. Finde ich sehr, sehr toll. Das hat mich sehr gefreut. Die Dame wollte 2 Euro pro Figur haben. Ich habe 3 Figuren mitgenommen und habe sie dann für 5 Euro bekommen, also 1 Euro weniger. Finde ich sehr, sehr toll, hat mich sehr gefreut. Und beim nächsten Stand, da brauche ich jetzt eure Hilfe, habe ich einige Figuren mitgenommen. Und zwar fangen wir an mit dem Pinocchio. Ja, auch der geht immer, den habe ich mitgenommen. Dann habe ich 2 Baba-Papa-Figuren mitgenommen, auch sehr, sehr toll. Ja, da habe ich letzt auch ja schon eine gefunden. Auch die wandern in meine Sammlung. Dann habe ich, was mich sehr, ich sage immer, es hat mich sehr gefreut, aber das hat mich wirklich sehr gefreut. Der ist nicht mehr so oft zu finden. Kimba, der weiße Löwe. Finde ich sehr toll. Auch ein schöner Zustand. Den muss ich ein bisschen sauber machen, aber jetzt sieht er wieder richtig schön weiß aus. Wenn man den findet, ist oftmals so, dass der Schwanz hier hinten weg ist, dass der abgeschnitten, abgerissen, was auch immer ist. Ja, oder dass die Figur halt so dreckig ist, dass man gar nicht mehr sauber bekommt. Auch den habe ich mitgenommen, mitbekommen. Dann habe ich hier eine selten hässliche Figur, muss ich sagen. Aber den kannte ich auch von damals noch und dachte mir, den nimmst du mit. Ich gehe immer nur Bahnhof. Nee, da musst du dich verhört haben. Zeig mal die Ohren. Von Bahnhof habe ich kein Wort gesagt. Und zwar habe ich hier Plumperquatsch. Plumperquatsch war eine, es ist ein, soll ein Wassermann sein, eine Wassermannfigur. Und da gab es eine Kinderfernsehserie in den 70ern, ich glaube von 73 bis 75. Das war so eine Wissenssendung, Unterhaltungssendung, Schrägstrich, was auch immer. Und das war so eine Handpuppe. Da hat so eine Frau immer mit, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, mit der Puppe interagiert. Ja, sehr, sehr schön. Hässliche Figur, aber gefällt mir sehr gut, so dass ich mitgenommen habe. Und dann freue ich mich sehr, denn ich konnte eine Figurenserie aus den 70er Jahren vervollständigen. Und zwar habe ich hier einmal ein Mädchen mit einem Teddy. Gucken, ob ihr das jetzt wisst, bevor ich sage, aus welcher Serie es ist. Dann habe ich hier eine Frau. Das ist eher, glaube ich, eine böse Frau. Ja. Und ich habe hier ein Krokodil. Ja. Und wenn ich zu diesen Figuren, zu diesen dreien jetzt noch 3 weitere dazu packe, nämlich
einen Albatros und zwei Mäuschen, nämlich Bernhard und Bianca. Dann habe ich auch gerade schon die Lösung verraten, was für eine Serie es ist, nämlich Bernhard und Bianca aus den 70er Jahren. Es gab 6 Figuren und durch diese 3 Funde habe ich sie jetzt komplett. Diese Figürchen bleiben oftmals immer liegen, ja, weil die Leute halt nicht wissen, was es ist. Ja, es ist halt keine markante Figur, wo ich sage, das gehört jetzt unbedingt zu Bernhard und Bianca oder zu irgendeiner bekannten Figurenserie. Ein kleines Mädchen mit einem Teddy wird oftmals übersehen. Ja, und freut mich sehr, dass ich jetzt komplett habe. Und jetzt brauche ich eure Hilfe, denn ich habe dann noch eine weitere Figur mitgenommen, wo ich halt gedacht habe, ich kenne sie. Und ich habe im Nachhinein dann auch meinen schlauen Figurenkatalog, der ist ja von 2005, 2006, viel mehr kamen danach auch nicht mehr. Aber ist ja auch egal, weil da sind ja alle alten Figuren drin. Aber ich habe zweimal durchgeblättert, ich habe ihn nicht gefunden, ich bin verrückt geworden, ich weiß nicht, wovon er ist. Er ist von 1981 von Bulliland und ich halte ihn jetzt mal in die Kamera und Leute, bitte helft mir, sagt mir bitte Bescheid, woher ich diesen Vogel, diese Gans oder was auch immer es ist, kenne. Ich bin fast durchgedreht, ja, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ich weiß nicht, wo er her ist. Ja, ich weiß nur, dass ich ihn kenne, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Also, es gab ja früher mal eine Serie, die hieß Bitte melde dich. Und jetzt sage ich, bitte helft mir, wer zum Teufel ist das? So, das waren jetzt die Flohmarktfunde. Am gleichen Tag bin ich dann nochmal spazieren gegangen, sind wir an einem Bücherstand vorbeigekommen oder an einem Bücherschrank besser gesagt. Und da habe ich ein Buch sofort gesehen, den Buchrücken, der ist sehr markant, den habe ich mit, sofort gesehen, habe dann das Buch mitgenommen. Und zwar ein Buch von der Reihe Tom und Locke aus dem Pelikan Verlag von Stefan Wolf. Und zwar die Nummer 10, Der Feind aus dem Dunkeln. Sehr, sehr schöner Zustand, ja, nicht vergilbt, so ein bisschen der Buchrücken, ein bisschen schief, ja, aber das kommt vom Lesen halt. Ja, das Buch ist von, es ist kein Namenseintrag drin, das Buch ist von 1984, ja, und ich glaube, das zweite oder dritte erst, was ich von Tom und Locke habe. Also da gerne auch mehr, ist ja die gleiche, der gleiche Autor wie von TKKG, da habe ich schon einige Bücher, das gleiche Hardcover und wie gesagt, Tom und Locke, die Funkfüchse, ist ja von Rüdiger Greif oder halt TKKG, sind alle aus dem Pelikan Verlag damals gewesen und haben alle das gleiche Design und machen sich wunderschön nebeneinander im Regal. Ja Leute, dann habe ich eine kleine Spende bekommen. Und zwar vom lieben Guido. Guido, viele Grüße an dich, wenn du das hier guckst. Du hast, wir haben uns auf der Toyplosion das letzte Mal gesehen. Wir haben uns davor schon öfters mal gesehen, aber auf der Toyplosion das letzte Mal. Haben auf der Los Amigos auch zusammen gesprochen. Und du hast gesagt, ja, dass du meinen Kanal toll findest. Finde ich wirklich klasse. Vielen lieben Dank dafür. Und dass du dir halt auch was gegönnt hast, etwas gekauft hast. Weil du es toll findest, aber du hast gesagt, es kommt nicht so gut bei dir an, es steht dir nicht, es passt dir nicht. Und auf einmal, ich habe mir noch nichts dabei gedacht, und auf einmal habe ich ein Päckchen hier bei mir zu Hause vorgefunden und dachte mir, hä, was ist das? Und dann mache ich das Päckchen auf, lieber Guido, und dann sehe ich, du hast mir deine Over-the-Top-Mütze geschenkt. Vielen lieben Dank. Du hast gesagt, die steht dir nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ja, also ich finde es richtig, richtig klasse. Dann habe ich hier eine Austauschmütze, falls meine mal wirklich hinüber ist. Und die muss noch viel mehr used aussehen. vielen Dank dafür. Ja, die werde ich zu meiner Toyplosion, zu meinem Toyplosion-Fund, zu der Over-the-Top-Figur dazu stellen, dazulegen. Ich habe ja auch noch den Soundtrack als Schallplatte. Auch der kommt dabei, dann habe ich so eine kleine Over-the-Top-Ecke, dann kann ich mit der Mütze weiter rumlaufen und habe die Mütze schön in meinem Sammelzimmer bei meinen Over-the-Top-Sachen. Ich danke dir sehr, sehr vielmals. Ja, wir finde ich immer, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich sage es immer, immer wieder, wenn man so Sachen von der Community geschenkt bekommt. Und es war nicht alle, sie hat mir noch was beigelegt und das freut mich nicht minder, eher genauso, ja, und zwar hat er mir einen kleinen Fuchur beigelegt, einen, ja, aus, ich weiß es gar nicht, aus Ton, aus Keramik, ich kann es gar nicht sagen, aus Stein, ja, finde ich sehr, sehr toll, also das hat mich so gefreut, Guido, vielen, vielen lieben Dank, auch der bekommt einen schönen Ehrenplatz bei mir
Unendliche Geschichte ist mein Lieblingsfilm. Ich habe ja von dem Martin Refur auch eine Schuppe von dem Original Fuchur, der in dem Film zu sehen war, also verwendet wurde, habe ich ja von ihm. Da passt der sogar super dabei. Auch das werde ich schön zusammenstellen. Ich danke dir da vielmals. Ja Leute, jetzt gibt es nochmal eine Ankündigung, denn ich hatte es ja schon mal in dem Community-Tab angekündigt, vor einigen Wochen, habe gesagt, halt hier, ich habe jetzt die 1900 Abonnenten erreicht und wenn das so weitergeht, habe ich mir gedacht, bei 2000 Abonnenten möchte ich wieder ein Gewinnspiel machen, um euch auch wieder ja, etwas zurückzugeben. Und was soll ich sagen, ich bin jetzt bei über 1990 Abonnenten, es fehlen nur noch eine Handvoll, ja, bevor die 2000er Marke, das ist für mich so ein Meilenstein, bevor die 2000er Marke geknackt ist, ja, also rührt nochmal fleißig die Werbetrommel, teilt auch gerne die Videos von mir, macht eure Freunde, Bekannte, Eltern, Geschwister drauf aufmerksam und wenn die 2000 geknackt sind, überlege ich mir was ganz, ganz Tolles. Ich habe schon zwei, drei Ideen, die ich der Community gerne zurückgeben möchte oder der Community gerne schenken möchte. Ja, eventuell ist auch wieder der ein oder andere Shop dabei. Ja, das ging jetzt alles ratzfatz. Also die Abonnentenzahl ist in die Höhe geschossen die letzten Wochen. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mir da Gedanken zu machen. Aber ihr seid so geil, Leute. Ich danke euch viel, vielmals. Ja, und wie gesagt, das nächste Gewinnspiel steht fast schon in den Startlöchern. Es fehlt noch ein ganz, ganz kleiner Schubser, sage ich mal. Und dann gibt es wieder was Tolles zu gewinnen. Ich werde wieder was Tolles verlosen. Seid euch da gewiss. Ja, und mit diesen Worten möchte ich das Video abschließen. Möchte sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Rauner.